Aber es geht schon, oder? Versteht mich jeder? Ganz hinten auch? Super Sache. Also ich bin aus Südtirol und ich bin seit 7 Jahren Umweltaktivistin, mache ganz viele Projekte weltweit und habe vor 10 Jahren mit dem Tauchen angefangen. Haben wir einige Taucher hier? Sind ein paar Leute, die tauchen? Cool, super. Und ich habe mich als Südtirolerin normalerweise auf die Berge hochbegeben und logisch, die Unterwasserwelt war jetzt mal ganz was anderes für mich, was ganz Neues. Und ich habe mich am ersten Tauchgang schon in die Unterwasserwelt verliebt. Und also zwischen Haien und Delfinen und Rochen und Schildkröten zu schwimmen, ist einfach Wahnsinn. Und ich habe dann Tauchmomente gesammelt, habe in meinem Urlaub immer, bin ganz viel tauchen gewesen und habe dann nach 3 Jahren so circa 30 Tauchgänge gehabt, also nicht so viel, aber ich dachte, ich weiß schon alles über die Unterwasserwelt, ich kenne mich schon richtig aus. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich weiß ich gar nichts. Und zwar war ich in Thailand 2013 und da habe da was erlebt, das mich ziemlich geprägt hat. Und zwar sowas, habt ihr sowas schon mal gesehen? Solche Netze, kennt das jemand? Das sind Geisternetze. Netze, die in den Meeren rumtreiben, die die Fischer einfach beim Fischen verlieren. Also die bleiben manchmal einfach hinten, weil man sie nicht mehr findet, oder sie bleiben vielleicht bei Korallenblöcken hängen, man kriegt sie nicht mehr raus, sie sind einfach da, ja, man kriegt sie nicht mehr raus und findet sie nicht mehr und die fangen weiterhin ganz viele Tiere. Davon schwimmen Tausende von Netzen in den Meeren rum. Und ich habe da einen großen Fisch gesehen, das war so ein 1,5 Meter großer Zackenbarsch. Und der hat sich ganz komisch bewegt. Wollte nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten und der kam nicht vom Fleck. Also bin ich näher rangeschwommen und wollte sehen, was da eigentlich los ist. Und dann habe ich gesehen, dass der in so einem Netz drinnen hängt. Das war ein ziemlich dickes Netz, so ähnlich wie das hier. Und hat jemand eilig? So ähnlich wie dieses Netz hier. Und der kam da nicht mehr raus. Das Netz hat sich hinter seinen Kiemen so reingedrückt und die Kieme war schon auf einer Seite richtig draußen und ganz kaputt. Und ich habe dann wirklich unter Wasser angefangen zu weinen, weil ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt habe, dass dieses Tier leidet, auch wegen meinen Entscheidungen. Ich habe niemals davor dahinter geschaut, was eigentlich passiert, wenn ich Fisch esse. Ich wusste das nicht. Bei uns in Südtirol spricht man auch nicht darüber. Ja, Südtirol ist sehr schwierig, wenn es um vegane Ernährung geht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da alles passiert und dass es auch ein Problem ist, weil ich eben Fisch esse und nicht schaue, wie der Fisch gefangen wird. Wie wirkt sich das aus? Und ich wollte diesem Tier dann helfen, aber ich hatte kein Messer mit, keine Schere mit und konnte nichts tun für ihn. Und war ziemlich traurig, also ich habe wirklich angefangen zu weinen, weil es mich echt tief getroffen hat. Wir mussten dann aus dem Wasser wieder raus, weil irgendwann geht die Luft aus, ja, man muss halt wieder nach oben. Und dann sind wir, also je weiter ich nach oben geschwommen bin, desto schwerer ist mein Herz geworden. Und dann sind wir auf dem Schiff wieder angekommen, wir hatten 2 Tauchgänge gebucht und das war sozusagen die Pause zwischen den 2 Tauchgängen. Dann habe ich mich aufs Deck gesetzt in die Sonne und habe mal meine Augen geschlossen und habe mir gedacht, was passiert jetzt mit mir, wenn ich nicht auf mein Herz höre und es einfach ignoriere und dann wieder nach Hause fliege oder nach Hause fliege und so tue, als wäre das nichts. Und ich habe gemerkt, das ist keine Option. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen, bin zu unserem Tauchlehrer hin und habe ihm davon erzählt, was ich vorhatte, diesen Fisch zu befreien. Das ist unbedingt wichtig jetzt. Und der Tauchlehrer, der war ein richtiger Tauchguru, der hatte 10.000 Tauchgänge, der war Tieftauchexperte, also der hatte sehr viel Erfahrung. Der hat mich angeschaut, der hat eine richtige Ruhe ausgestrahlt, hat mich angeschaut, fing an zu nicken und zu lächeln und dann wusste ich, ja, wir gehen jetzt da rein und befreien diesen Fisch. Dann haben wir Messerschere mitgenommen, sind wieder ins Wasser rein, zu dem Fisch hin und haben ihn befreit. Wir haben das Netz aufgeschnitten, der Fisch war frei, der ist dann schnell weggeschwommen, der hatte Angst, wahrscheinlich auch Schmerzen, weil die Kieme war wirklich kaputt. Der hat sich dann unter so einem Korallenblock versteckt. Wir haben dann das Netz, das wir kriegen konnten, unter den Arm genommen, wollten es rausholen, damit sich da ja kein Tier mehr drin verhängen müsste und sind dann weitergeschwommen. Und ich war schon richtig glücklich und habe gedacht, der Tag kann nicht noch besser werden. Und dann ist es passiert. Ein paar Minuten später, sicher 70, 80 Meter weiter, kam dieser Fisch aus seinem Versteck hervor, schwamm zu uns hin, schwamm mit uns mit für mehrere Minuten und schaute mir direkt in die Augen und zugleich in mein Herz. Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass diese Tiere genauso viele Gefühle haben wie wir Menschen. Es ist nicht Gemüse, das im Meer rumschwimmt, ja. Das sind Tiere, das sind Lebewesen, die fühlen ganz genau wie wir. Und solche Situationen habe ich tausende erlebt seitdem. Weil da habe ich entschlossen, dass ich Umweltaktivistin werden will. Ich habe das erste Mal in meinem Leben nach 28 Jahren verstanden, warum ich eigentlich auf dieser Welt bin. Ich habe lange gesucht, was mache ich hier eigentlich, wo will ich hin, was tue ich auf der Welt? Und da habe ich es verstanden. Jetzt habe ich mich eingesetzt für die Meere und habe sehr viele Projekte und Kampagnen weltweit gemacht. Aber ich bin zuerst mal als Aktivistin wieder nach Hause zurückgeflogen vom Urlaub und habe wieder eine Entscheidung getroffen. Und zwar habe ich hinter meine Ernährungsweise geblickt
Und da hat mich einiges getroffen, so ziemlich war das manchmal wie ein Schlag ins Gesicht. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass 93% aller kommerziell genutzten Fischbestände überfischt oder bis an ihre maximale Grenze gefischt werden. 93%. Dass 51% von allen Treibhausgasen, also CO2-Äquivalenten, aus der Massentierhaltung kommen. Das ist mehr als der gesamte Transportsektor zusammen, also Autos, Laster, Schiffe, Flugzeuge, alles gemeinsam. Das hat mich sehr getroffen. 6 von 7 Meeresschildkrötenarten sind vom Aussterben bedroht. 90% aller Haipopulationen sind weg. Wenn die Haie sterben, stirbt das Meer. Wenn das Meer stirbt, haben wir ein Problem. Wusstet ihr, dass 50-70% von allem Sauerstoff, den wir atmen, egal wo wir leben, auch in Südtirol, der Sauerstoff aus dem Meer kommt? Wenn wir uns nicht um diese Tiere kümmern, um die Meere kümmern, sie sauber zu halten, dass die Tiere in dem Meer drinnen bleiben, dann haben wir ein Problem, dann geht uns das Sauerstoff aus. Früher oder später wird es passieren. Und deswegen setze ich mich so stark ein. Ich habe dann einfach gedacht, dass ich jetzt mal ein veganes Kochbuch schreibe. Ich bin keine Köchin, ja. Und habe aber angefangen, mich vegan zu ernähren und habe gemerkt, wie viel das ist da eigentlich tolle Sachen gibt zu essen. Ich habe so viele neue Lebensmittel kennengelernt, das kannte ich davor gar nicht, wusste nichts davon und will das jetzt auch, hauptsächlich wollte ich das mal auf Südtirol beschränken, weil in Südtirol ist wirklich das Wissen über vegane Ernährung gar nicht da, also sehr, sehr klein. Und ich wollte mal einfach ein Kochbuch schreiben, wo die Leute sehen, okay, man kann so viele tolle Sachen machen, tolle Sachen essen. Da geht es jetzt hauptsächlich wirklich um meine Rezepte als Nicht-Köchin, aber auch um ganz viele Texte im Hintergrund zu Umweltthemen. Also warum werden Menschen vegan, warum ernähren sich immer so mehr Menschen auf vegane Art und Weise mit ganz vielen Illustrationen. Und ich habe dann gedacht, ich möchte ganz viel Müll sammeln, habe Müll aus den Meeren rausgeholt, habe Geisternetze entfernt und habe mir dann irgendwann nach einem Jahr gedacht, okay, ich muss unbedingt mehr machen, als nur Plastik auf Plastik zu konzentrieren, weil da gibt es noch viel mehr fürs Meer zu tun. Und habe dann diese Organisation kennengelernt. Kennt das jemand von euch, Sea Shepherd? Ja. Ich habe mittlerweile 7 Kampagnen mit Sea Shepherd erlebt, weltweite Kampagnen, habe mich eingesetzt für ganz viele Tiere weltweit, also für Haie im Mittelamerika, für Delfine auf den Färöerinseln, für Delfine in Japan, für Schildkröten in Afrika. Ich war ein bisschen unterwegs und habe sehr viel erlebt. Ich denke auch, dass es auf dieser Welt einige Traditionen gibt, die heute noch Traditionen genannt werden, aber etwas Tradition zu nennen, macht es noch lange nicht richtig, in meinen Augen. Es gibt schöne Traditionen auf der Welt, ja, wirklich schöne, aber es gibt auch Traditionen, die nicht mehr hergehören. Es war mal eine Tradition, Frauen zu verbrennen, es war genauso Tradition, Sklaven zu halten, bis jemand aufgestanden ist und gesagt, das ist Schluss, Schluss damit, es ist nicht richtig. Und auf den Färöerinseln zum Beispiel ist es so, die Menschen da sind super nett, ja, nichts gegen die Färöer, also die sind super tolle Menschen. Es sind super schöne Inseln, wenn ihr da mal Urlaub macht, ist echt schön. Aber auf den Färöerinseln werden heute noch Wale gefangen. Pilotwale, das sind Delfine, die ihr da ganz oben seht. Die werden gefangen, weil das nennt man Tradition. Man hat früher davon leben müssen, man hat nichts anderes essen gekannt, als das, was das Meer eben so hergibt. Da wächst nicht so viel wie bei uns, das muss man auch von allen Seiten mal betrachten. Ich habe nicht auf den Färöern gelebt und weiß auch nicht, wie es ist, wenn man da ein ganzes Jahr oben ist. Aber ich habe versucht, mit den Menschen zu reden, war da für 3 Monate und habe versucht, die Leute zu überzeugen, dass es eigentlich kein Walfleisch mehr braucht zum Überleben. Weil auch auf den Färöern muss keiner mehr Walfleisch essen, um sich gesund zu ernähren. Es gibt mittlerweile alle Supermärkte voller, sogar mehr vegane Auswahl als bei uns in Südtirol wieder mal. Ja, also es gibt tolle Lebensmittel. Es muss kein Mensch Wale fangen. Es muss niemand mehr Wale essen. In Europa ist es verboten, Walfang zu betreiben. Die Färöerinseln gehören zu Dänemark, aber nicht zur EU. Das heißt, sie dürfen weiterhin Wale fangen, weil sie autonom sind. Ja, sie haben eigene Gesetze. Ich war da Teamleader für 3 Monate und habe versucht, diese Gruppe zu leiten. Und wir haben ganz viel mit den Einheimischen geredet, über diese Themen gesprochen. Und viele haben wirklich auch gesagt, ja, es stimmt, eigentlich brauchen wir das nicht mehr. Aber es gehört halt zur Tradition. Ich denke, Traditionen kann man ändern. Wichtig ist auch zu wissen, dass viele Kinder uns erzählt haben, dass sie meistens 2000 Tiere im Jahr fangen, die sie schlachten auf ziemlich brutale Art und Weise. Also diese Tiere brauchen manchmal 10 Minuten, bis sie sterben. Das ist echt extrem. Und die Hälfte vom Fleisch wird im nächsten Jahr manchmal weggeschmissen, weil ja weiter geschlachtet wird. Also alle Tiere, die man findet, werden in eine Bucht getrieben, die werden alle geschlachtet, egal wie viele man braucht oder haben will, die werden alle geschlachtet. Babys, auch Schwangere, also alle. Und das geht halt in Zukunft nicht. Wir müssen echt verstehen, dass alle Tiere eine Rolle haben auf dieser Welt. Zum Beispiel bei den Walen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Walkot, ja. Nennen wir es Walkot, klingt ein bisschen netter. Walkot ist ganz wichtig in den Meeren, weil zum Beispiel ernähren sich ganz viele Organismen von Walkot, die auch unseren Sauerstoff produzieren. Das geht nur, wenn diese Tiere in den Meeren drinnen sind. Das geht nicht, wenn sie da draußen sind.
Ich habe mich auch für Hai eingesetzt. Das Thema kennt ihr alle, oder? Habt ihr mal gehört von Haifischflossen? Nicht jeder. Also Haie werden gefangen für ihre Flossen hauptsächlich. Weltweit wird das gemacht. Das ist nicht nur in Asien so. Ja? In Asien wird ganz viel Haifischflossensuppe gemacht daraus. Viele Haie werden gefangen weltweit. Die werden dann auch, praktisch die Flossen werden ihnen abgeschnitten. Die Haikörper schmeißt man manchmal wieder zurück ins Meer. Manchmal sogar noch lebend. Also es ist echt extrem, was da passiert. Und die Haieflossen werden getrocknet auf Dächern wie hier. Und die werden dann nach Asien verschifft, weil da macht man sehr viel Geld damit. Für eine Haifischflossensuppe kann man bis zu 100 Dollar verdienen. Das ist eine enorme Summe. Ich war in Mittelamerika und habe mich dafür eingesetzt, Medienoffizier, und habe dann praktisch mit der Drohne, bin ich geflogen, um diese Dinge da zu filmen, was da so passiert auf den Dächern. Und da sind Tausende von Haifischflossen auf allen Dächern oben zum Trocknen, weil man so viel Geld damit macht. Also überall, wo man Geld damit macht, ist es halt schwierig, das aufzuhalten. Und auch hier wieder, für mich ist es immer das Wichtigste, nicht irgendwo hinzugehen und mit dem Finger zu zeigen und sagen, ihr seid böse Leute, weil das stimmt nicht. Aber die meisten Menschen haben nicht das Wissen, was dahinter alles steht und was alles für Zusammenhänge da sind. Und was man eigentlich auslöst, wenn man jetzt alle Haie rausholt. Stellt euch mal ein schönes Meer vor, es ist ohne Müll, also richtig schön blau, ganz viele Tiere, das sind dann Haie, das sind Rochen und das sind Muscheln. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, die ich euch nennen kann. Die Haie fressen normalerweise die Rochen fressen normalerweise die Muscheln, das ist so ein Kreislauf. Was passiert, wenn die Haie weg sind? 90% der Haipopulation sind ausgelöscht. Was passiert mit den Rochen? Die werden nicht mehr gefressen, oder? Die vermehren sich. Das sind jetzt ganz, ganz viele Rochen. Die haben alle Hunger. Was passiert mit den Muscheln? Die Rochen fressen alle Muscheln auf. Es ist nichts mehr zum Fressen. Das heißt, es gibt nur noch Rochen und die haben halt alle Hunger. Fressen sich vielleicht gegenseitig oder müssen weiterziehen und irgendwo was suchen oder sie sterben. Es ist ganz einfach eigentlich, wenn man da mal dahinter schaut, dass das einen Zusammenhang hat. Alle Lebewesen haben eine Rolle auf der Welt. Wir verstehen die Rolle nicht immer, ja? So lästige Fliege und so, ich kenne es schon. Aber die haben eine Rolle, auch wenn wir sie manchmal nicht kennen. Da dürfen wir gerne dahinter schauen. Ich war auch in Japan. Habt ihr mal gehört, dass in Japan auch Delfine gefangen werden? Kennt ihr vielleicht auch den Flipper? Ihr seid alle so ungefähr in der Zeit auch. Ich halte ganz viele Vorträge in Volksschulen und Kindergarten auch sogar. Da kennt keiner mehr den Flipper. Deswegen frage ich mal kurz. Also Flipper ist ja diese Delfinshow. Ich bin mit der aufgewachsen. Also da springt der Delfin rum, alles schön und super und alle sind glücklich. Und der Delfin sowieso, weil er ja immer lacht. Und der beste Delfintrainer, den es hier gegeben hat, war der Rico Barry. Und der hat den Flipper trainiert. Und der Rico Barry hat mit ansehen müssen, es waren drei Delfine, die den Flipper gespielt haben. Er hat aber mit ansehen müssen, wie der Hauptflipper sich in seinen eigenen Armen das Leben genommen hat. Delfine können aufhören zu leben, wenn sie nicht mehr wollen. Das heißt, sie müssen atmen, sie müssen an die Oberfläche und einen bewussten Atemzug ausführen. Das machen wir nicht, oder? Also ich denke nicht drüber nach, ich muss gleich wieder atmen. Das machen wir nicht, das machen aber die Delfine schon. Das heißt, wenn sie nicht mehr leben wollen, dann hören sie einfach auf zu atmen, ganz einfach. Die sinken auf den Grund des Bodens runter und hören auf. Und der Flipper hat es gemacht und der Rico Barry hat es gesehen und der kennt diese Tiere genau. Und er hat es gesehen und hat dann gemerkt, da ist irgendwas falsch, weil dieser Flipper war total gesund. Irgendwas ist da passiert. Und dann wollte er schauen, wo kommt dieses Tier überhaupt her, wie ist das passiert. Und dann ist er in diese Bucht gekommen, das ist eine Bucht in Japan, in Taiji, das ist ein Fischerdorf. Da sind einige Familien, die da immer wieder Delfine fangen und die diese Delfine dann trainieren für Delfinarien verkaufen. Das heißt, da werden an jedem Tag vom 1. September bis Ende Februar, Mitte März, Delfine gefangen, in die Bucht reingetrieben, dann wird hinter ihnen ein Netz gespannt, wo die Tiere Angst haben, drüber zu springen, weil sie sehen nicht so dreidimensional wie wir. Die springen nicht einfach drüber, weil sie nicht genau wissen, was jetzt genau passiert da dahinter. Die bleiben da drinnen und die sind dann gefangen. Dann werden die Schönsten rausgesucht, die werden dann weggebracht, für Delfinarien trainiert. Und die lernen sehr schnell, weil die kriegen einfach nichts zu fressen, wenn sie nicht perfekt springen. Und alle nicht so schönen für Delfinarien, die werden für ihr Fleisch geschlachtet. Und das passiert vor den Augen von denen, die da gefangen werden. Das heißt, die Tiere, die am Ende in Delfinarien landen, die müssen mit anschauen, wie ihre eigene Familie vor ihnen geschlachtet wird. Es ist eine extreme Situation. Ich war da für 6 Wochen und habe mich da eingesetzt für diese Tiere und wollte für die Tiere eine Stimme sein. Habe das gefilmt, habe den Menschen draußen gezeigt, was da passiert. Da kann man sich jetzt nicht so schnell und leicht zwischen Wale und Walfänger stellen wie auf den Färöerinseln. Da habe ich mich dazwischen gestellt. Da wurden auf den Färöerinseln wurden Delfine gefangen, ich habe mich ins Wasser reingeschmissen, bin da hingelaufen, wollte den Tieren eine Chance geben zum Überleben. Wir waren leider nicht viele, wir waren nicht genug Leute. Vor uns waren viele Leute mit Schiffen, die sie reingetrieben hatten. Hinter uns waren viele Leute mit Messern, die schon gewartet haben aufs Schlachten. Es war eine extreme Situation, man hat uns dann verhaftet. Das war in Japan nicht möglich, weil da hatten wir, jeder von uns, von Sea Shepherds, hat einen Polizisten, der dir Schritt für Schritt nachläuft.
Und wenn du einen Schritt zu weit gehst, dann bist du im Knast, egal was du machst. Ja? 23 Tage dann im Gefängnis, ohne irgendwie einen Anruf oder Anwalt, nichts. Das ist ziemlich extrem, deswegen kann man das da nicht auf diese Art und Weise so richtig machen. Wir haben versucht, diesen Tieren eine Chance zu geben, damit die Menschen draußen sehen, was los ist und dass der Druck von außen kommt. Aber in dieser Bucht drinnen war ich da einmal für 3 Tage und 3 Nächte, ohne Pause. Also wir sind dicht aus der Bucht raus, weil da wurde eine Gruppe von 70 Pilotwahlen festgehalten, wurden reingetrieben. Über 6 Stunden hat die Treibjagd gedauert. Also die Tiere, die da ankamen, waren schon ziemlich müde und erschöpft. Und als sie da in der Bucht ankamen, wurden einige rausgesucht, andere wurden geschlachtet, die anderen wurden noch festgehalten für 3 Tage lang. Die hatten nichts zu fressen, die haben sozusagen auch nichts zu trinken gehabt, weil die fressen, indem sie eben Fisch essen, wo Wasser drin ist. Eben so mit die Flüssigkeit auf. Und an jedem Tag wurde es leiser. Und es war ziemlich extrem, diese Stille. Also wenn es stiller wurde, das war immer eigentlich das Schlimmste. Und ich könnte euch da jetzt natürlich viele Fotos zeigen von blutigem Wasser und viele Videos von extremen Schlachtungen, mache ich jetzt nicht. Was ich euch aber zeige, ist dieses Bild. Und das ist für mich eines der schlimmsten Bilder überhaupt. Weil genau an dem Ort, wo ihr diesen Delfin hier seht, und ich habe das heute noch nicht verarbeitet, wenn ich darüber rede, kommen manchmal sogar die Tränen, weil ich das noch höre. Also wenn da der Delfin, da wo dieser Delfin ist, da war kurz davor ein Baby-Delfin, am 2. Tag war das, und der konnte nicht mehr atmen, der konnte nicht mehr oben bleiben. Also die Tiere werden ja so lange getrieben, die haben irgendwann einfach keine Kraft mehr. Und dieser Baby-Delfin konnte sich nicht mehr oben halten zum Atmen. Das heißt, er ist gesunken und er kam nicht mehr hoch. Und eine Minute später kam dieser Delfin her, und begann genau an der Stelle, wo dieses Baby untergegangen ist, zu spyhoppen. Das ist ein Zeichen für extremen Stress. Das heißt, wenn sie sich so aufstellen und anfangen, rauf und runter zu hopsen. Und er hat sein Maul aufgerissen und hat solche Laute von sich gegeben, wie ich sie in meinem Leben noch nie gehört habe. Er hat 10 Minuten lang geschrien, das war echt extrem. Also diese Laute werde ich nicht vergessen. Ich bin öfters in diesen ganzen Jahren als Umweltaktivistin auch in einem Loch gewesen. Ich habe mich immer wieder kurze Zeit in einem Loch befunden oder selbst wiedergefunden und gedacht, wie komme ich da wieder raus? Aber ganz ehrlich, überall da, wo ich so negative Dinge erlebt habe, überall da, wo Menschen sowas tun, Menschen, die manchmal einfach diese Zusammenhänge nicht kennen, die es nicht anders kennen, wie wir auch bei der Landwirtschaft gehört haben, sind nicht böse Menschen, die kennen es halt nicht anders. Die haben es immer so weitergegeben gekriegt, das ist das mit der Tradition. Aber überall da, wo ich in so einem Loch gewesen bin, habe ich Menschen an meiner Seite gehabt, die sich Seite an Seite mit mir gemeinsam für eine bessere Zukunft, für diese Tiere, für Menschenrechte, für Umweltschutz eingesetzt haben. Und genau das sind diese Menschen, die mich immer wieder aus diesen Löchern rausgeholt haben. Also es gibt Menschen auf dieser Welt, die sich einsetzen für eine bessere Zukunft. Und deswegen danke ich auch euch, dass ihr alle hier seid heute, weil ihr gehört zu diesen Menschen. Genau aus dem Grund möchte ich, dass ihr mal ganz kurz alle aufsteht. Steht mal alle auf. Das machen wir jetzt ganz spontan. Das fällt mir gerade jetzt ein. Ich weiß, es ist ein bisschen eng. Es ist ein bisschen eng hier, aber es geht schon, weil ich möchte jetzt mit euch allen gemeinsam, weil ich die Wellen so liebe, machen wir jetzt eine Welle gemeinsam. Und zwar eine Welle für den positiven Wandel, eine Welle für all die Menschen, die sich bereits einsetzen für eine bessere Zukunft auf dieser Welt. Eine Welle für euch, okay? Die ist jetzt für euch. Und zwar auf 3 und die Welle soll eine richtige Bauerwelle sein, okay? Auf 1, 1, 2 und 3. Super, danke schön. Danke schön. Ja, was ich euch, ich bin gleich fertig. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz fertig. Es war noch nicht der Schluss. Ganz, ganz gleich. Also ich habe wirklich ganz viele Menschen kennengelernt, die sich einsetzen. Und genau aus diesem Grund arbeite ich bin selber Filmerin, ich bin selbstständige Filmerin und Speakerin. Und arbeite jetzt an meinem eigenen Dokumentarfilm. Da geht es um diese ganzen Menschen, die ich kennenlerne auf meiner Reise und die ich kennenlernen durfte, die sich einsetzen für Menschen, Tierrechte, für Umweltschutz, Meeresschutz, weil ich einen Gegenpol erstellen will von den ganzen schlechten Nachrichten im Fernsehen und im Radio und in der Zeitung. Es ist immer nur schlechtes Zeug drin. Und es passiert mindestens genauso viel Gutes. Wir brauchen uns nicht an diesen schlechten Sachen festhalten. Es sind so viele gute Sachen da draußen. Und genau aus dem Grund gibt es diesen Film, der wird im nächsten Jahr hoffentlich rauskommen. Ich mache alles allein, deswegen ist es immer ein bisschen schwer. Also ich bin Filmerin, Regisseurin, ich schneide das selber, ich organisiere das selber. Ist alles nicht so ganz einfach, aber es kommt nächstes Jahr was raus. Könnt auch gerne auf meiner Internetseite schauen, wenn ihr Lust habt. Und ich möchte euch ganz, ganz fest danken, dass ihr heute hier seid, dass ihr euch das angehört habt. Wer Lust hat, kann sich auch da eine 16-seitige Broschüre anschauen von meinem Kochbuch, das bald rauskommt im März.
Und wer Lust hat, kann mich auch gerne ansprechen zu diesen Themen oder wenn ihr selbst was machen wollt. Ich weiß, viele Leute nach den Vorträgen kommen zu mir, hey, ich will auch was tun. Und das finde ich super cool. Sagt mir gern Bescheid, bleiben wir im Kontakt, vielleicht können wir auch eine Gruppe gründen, wo Leute einfach drinnen sind, die was machen wollen, die was ändern wollen auf der Welt. Deswegen ganz, ganz fest danke an euch, dass ihr heute hier seid. Also ich finde es einfach klasse und danke, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der da sehr berührt war. Genau, du hast wahrscheinlich noch super viel zu erzählen zu diesen Geschichten, zu den ganzen Aktivisten, die du kennenlernst, wie man mit dem Leid umgehen kann und so weiter. Deswegen würden wir gerne dir noch ein paar Fragen stellen. Gerne. Genau, hat jemand eine Frage, die er gerne stellen möchte? Das war nicht. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich bin bei einer Stelle hängen geblieben, weil ich da häufig in der Diskussion so vor einer Herausforderung stehe, wenn ich jetzt mit Familien, Freunden, die ich überzeugen möchte, diskutiere, kommt oft dieser Kreislauf, den du auch genannt hattest, den du jetzt auf die Meerestiere bezogen hast, dass die Haie die Rochen eigentlich fressen, wenn die Haie jetzt nicht mehr da sind, dann gibt es eine Überpopulation der Rochen. Aber das viele spinnen das dann halt weiter und sagen, unsere Rolle ist es auch, die Population in Schach zu halten. Wie argumentierst du hier? Also wenn der Hai müsste ja auch gefressen werden, der wieder auch und so weiter. Also dass da wirklich so ein Kreislauf entsteht. Wie argumentierst du in dem Fall? Ja, das ist nicht ganz einfach, das stimmt. Aber ich denke, wenn wir mal schauen, wie schnell wir Menschen so viele Tiere umbringen, die wir gar nicht brauchen, weil die Hälfte wird ja weggeschmissen. Die Hälfte der Tiere, die wir zum Beispiel im Meer fangen, ist nicht mal der Zielfisch. Das heißt, dass man den wegschmeißt. Man schmeißt ihn über Bord wieder zurück. Und wie viel da eigentlich schon passiert, wenn wir nur mal das eindämmen würden, dann wär das schon gar kein so großes Problem, wie wir es jetzt gerade haben. Ich argumentiere halt, ja, ich kann mich komplett tierleidfrei ernähren und es schmeckt super lecker und ich bin viel gesünder, seit ich das mache. Und ich habe Spaß dabei. Probier es halt einfach mal aus. Es ist möglich. Ich probiere es auf diese Schiene. Also ich habe am Anfang auch immer so ein bisschen, habe mir schwer getan, auch mit den Leuten zu diskutieren, weil da manchmal diese extremen und harten Argumente und mir kommt vor, wenn man versucht, also wenn ich versuche, ich merke es halt bei mir, wenn ich versuche, mit den Leuten zu reden auf diese positive Art und zu sagen, schau mal, wie viel du eigentlich machen kannst, wenn du musst gar nicht 100% vegan werden, aber schau mal, was da alles gibt. Dann gehen die Leute Schritt für Schritt in die Richtung, probieren es mal aus und dann ist es gar nicht mal die Diskussion. Und ich glaube, dass die Leute, wenn das Bewusstsein sich verändert, genau das, was wir heute machen mit diesem Tag, wenn wir unser Bewusstsein erweitern und stärken, dann ist von mir aus gesehen gar nichts mehr anderes möglich, als Umweltschutz passieren zu lassen. Tierschutz, das kommt dann mit der Zeit automatisch, weil wir uns für diese Dinge überhaupt öffnen. Und dann, glaube ich, braucht man gar nicht mehr diskutieren über dieses Thema. Aber ich denke, es ist echt wichtig zu sehen, wie viel wir eigentlich verschwenden. Das ist eines der besten Argumente. Wir holen so viele Tiere aus dem Meer raus, wir produzieren so viel Milch, viel davon wird weggeschmissen. Und das ist eigentlich von mir aus gesehen das erste Argument eigentlich, das größte. Wir werden auch immer mehrere Menschen und immer weniger Tiere. Irgendwann kann es nicht mehr funktionieren. Überhaupt die Tiere, die wir nicht züchten für Fleisch, sondern die wir wirklich in den Meeren als freie Tiere haben, wenn die weg sind, dann haben wir halt ein Problem. Und dann haben wir keinen Sauerstoff mehr. Also mit dem Sauerstoff kannst du das, glaube ich, ganz gut reinbringen. Zu sagen, ja, das geht halt am Ende dann wieder zu uns zurück. Hat das ein bisschen gern? Ja, cool. Ja, erstmal auch danke für den sehr eindrucksvollen Vortrag. Ich wollte da anknüpfen an die Frage, weil ich die auch sehr spannend finde. Ich bin auch im Aktivismus tätig und dieses Argument, mit der, das haben wir schon immer so gemacht, wir sind Jäger und Sammler und so weiter und die Nahrungskette und so weiter, das kommt schon öfter. Ich denke, was aus meiner Sicht und unserer Sicht im Aktivismus auch ein großes Argument ist, die Tiere oder die Produkte, die wir heutzutage konsumieren, stammt ja nicht von Tieren, die sowieso da sind. Sondern das sind ja alles Tiere, die überhaupt, deren Existenz
überhaupt da ist, weil wir sie, weil wir die Existenz schaffen, um sie dann wieder zu nehmen. Also es hat mit einem Kreislauf an sich ja nichts mehr zu tun. Die Milchkuh, die wir heute haben, die Schweine, die wir züchten, jegliche Form von sogenannten Nutztieren wären in freier Wildbahn sowieso nicht überlebensfähig, zumindest nicht langfristig. Und wir schaffen ja diese Lebensmittel nur, weil der Bedarf da ist und nicht, weil wir eine kontrollierende Funktion im Ökosystem haben als Mensch, also als Individuum Mensch. Das heißt, wenn wir unseren Impact rausnehmen, verändert sich im Ökosystem im Prinzip gar nichts, außer dass eben die Meere nicht überfischt werden und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein relativ wichtiges Argument. Ja. Danke, das ist super, ganz wichtig. Was ich schnell dazu sage, auch halt nicht zu diesem Thema, aber was mir auffällt, dass ganz viele Menschen auch manchmal fragen, ich weiß nicht, ob die Frage von jemandem gestellt werden will, das mit dem Fliegen. Also ich bin ja zum Beispiel zu meinen Projekten auch geflogen, ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich mittlerweile seit 1,5 Jahren entschieden habe, nicht mehr zu fliegen. Ich bin zu diesen Projekten hingeflogen zum Beispiel und das... Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema, weil ich davor angesprochen habe, dass 51% von den Treibhausgasen nicht vom Fliegen kommen, sondern von der Ernährung. Das macht es aber nicht okay, dann weiterhin einfach zu fliegen, ja. Weil man jetzt vegan ist, ist Fliegen jetzt auf einmal okay. Nein, so geht es nicht. Ich habe mich auch, das ist ein Schritt für Schritt, man entwickelt sich weiter. Ich habe diese Projekte, die ich gemacht habe, da musste ich hinfliegen. Ich kann nicht über den Ozean schwimmen, ist zu weit. Deswegen habe ich fliegen müssen. Ich bin dann halt so 7 Monate am gleichen Ort gewesen, um mich einzusetzen tagtäglich. Also nicht für den Urlaub geflogen, einfach so zum Spaß, sondern wirklich für diese Projekte. Und es ist aber ganz wichtig, dass wir das auch in den Aktivismus mit einbauen. Also nur rumzufliegen und dann mal eine Woche da einmal, das geht halt auch nicht. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wollte ich nur ganz, ganz schnell ansprechen. Danke, Entschuldigung. Ja, vielen Dank, ich fand das sehr ergreifend, für uns als Erwachsene vielleicht einfacher zu verstehen. Ich habe mit Kindern in der Schule zu tun und habe selber 2 Kinder und wollte fragen, du hast ja gesagt, du bist auch im Kindergarten und wie erklärt man den Kindern das, ohne natürlich so brutale Bilder zu zeigen, das kann man ja nicht machen. Und Kinder sind natürlich sehr tierlieb, aber die Verknüpfung mit Essen ist, finde ich, sehr schwierig, das den Kindern verständlich zu machen. Ich glaube, also ich mache verschiedene Vorträge, auch ganz viel zur Plastikthematik. Und das mit der Plastikthematik hat mir echt jetzt geholfen, dass ich auch in den Kindergarten leichter reinkomme und dass ich diese Themen ein bisschen anschneiden kann. Ich probiere es aber nicht zu grob zu machen, aber ganz, ganz einfach und leicht, ja, weil für Kinder, kleine Kinder kann es schon ein Riesenschock sein, also das will ich nicht, die Kinder schocken. Aber was cool ist, ich bringe dann immer ein bisschen was mit, wie zum Beispiel vegane Kekse selbst gebacken oder sowas und lass sie mal probieren und sag, schau, das geht mal auch ohne Tiere und da ist keine Milch drin, weil die Milchkühe, die werden halt auch so und so ausgenutzt, dann erkläre ich das ein bisschen und versuche es auf diese Schiene, auf die positive Art zu bringen. Und wenn ich dann am Ende zum Beispiel Videos zeige, wie schön die Unterwasserwelt ist, ich erkläre immer was über die Unterwasserwelt, wie wichtig die Tiere sind, wie wichtig es ist, auf Plastik zu verzichten, wenn man kann und auf Fleisch manchmal zu verzichten, weil das und das dahinter steht. Ich mache das ganz einfach, wie so eine Bildergeschichte. Und dann am Ende zeige ich diese schönen Videos, wie wahnsinnig schön die Unterwasserwelt ist. Und da, spätestens da, sind alle Tiere, alle Kinder total auf der Seite, dass sie sagen, wow, ich will diese Tiere auch mal sehen, ich will die auch schützen und ich will auch in Zukunft mal mit Schildkröten schwimmen. Ich mache das jetzt auch. Und dann gehen die schon Schritt für Schritt, die gehen dann nach Hause und werden logischerweise zu Hause für die Eltern ziemlich streng sein, das kann sein. Also viele Eltern sind dann manchmal am Anfang zu mir gekommen, du, was hast denn du da erzählt, meine Tochter will keinen Fisch fressen. Ja, kann schon passieren. Nein, ich gebe dann auch Vorträge für die Erwachsenen, damit sie wissen, was ich da so erzähle. Und dann haben die Erwachsenen auch ein bisschen den Bezug zu dem, was das Kind jetzt sich da ausgedacht hat, dass sie da bessere Entscheidungen treffen können. Ja, ich versuche es halt immer auf die positive Schiene. Auch bei den Kindern sowieso. Immer die positive Schiene und diese schöne Verbindung zu den Tieren aufzubauen. Also wenn man diese Verbindung aufbaut, da ist es bei den Kindern gar nicht schwer. Das ist bei den Erwachsenen viel schwerer. Das ist bei den Kindern noch automatisch da. Ich glaube, das kriegen wir mit, wenn wir geboren werden. Wir vergessen das irgendwann. Es wird uns von der Gesellschaft vielleicht ausgetrieben. Ich weiß es nicht, wo das herkommt, aber irgendwann vergessen wir diese Verbindung zur Natur und zu den Tieren. Aber ich glaube, bei den Kindern ist es schon automatisch da. Wenn man auf diese Schiene geht, erreicht man sehr, sehr viel. Und hast du dazu Videos auf der Homepage oder, weil es ist schwierig? Jetzt nicht ganz speziell für Kinder, aber du kannst mir sehr gerne, ich gebe deine Karte, du kannst mir sehr gerne schreiben. Ich habe einige Dinge, die ich dir gerne zuschicken kann. Jeder kann mir gerne schreiben. Also ich verschicke auch einmal im Monat einen Newsletter, wo ein bisschen Infos drinnen sind, wo auch drinnen steht, wo man welche Sachen kriegen kann und ein bisschen so
praktisch Unterlagen auch im Unterricht zu Hause, in der Schule irgendwo einzubauen. Also da ist ein bisschen was drin. Kannst dich gern bei mir melden. Super, danke schön. Sehr gerne. Okay. So, da hinten gab es noch eine Frage. Deine Erfahrungen sind ja mit dem Fisch damals zufällig passiert. Aber diese Empathie, die du empfunden hast, ich glaube, die steckt ja irgendwo schon auch in jedem drin. Jetzt frage ich mich, können wir versuchen, stärker im Alltag der Menschen, der ja doch relativ irgendwie abgestumpft und auch entfernt ist vom Leid der Tiere, die eben überall auf dem Planet stattfinden, kann man stärker systematisch solche Erlebnisse integrieren, damit Menschen anfangen, diese Empathie, die sie eigentlich haben, auch ausleben können? Weil du hast ja aktiv dafür Raum in deinem Leben jetzt eingeräumt und dich dafür stark gemacht. Ich glaube, dass sich da viel mehr Leute anschließen würden, aber sie bräuchten halt einfach diesen ersten Anstoß. Mhm. Das ist eine gute Frage, weil es ist wirklich ein Zufall gewesen, der mich aus meinem typischen Leben, das ich damals hatte, komplett rausgekickt hat. Ja? Und solche Erlebnisse hat nicht jeder. Und es ist ganz wichtig, ich glaube, es wäre cool, wenn viel mehr Menschen mit den Kindern zu Bauernhöfen direkt hingehen und vielleicht den Bezug zu den Tieren mal auch aufbauen. Nicht nur zu normalen Bauernhöfen, sondern wirklich auch zu dahin, wo die Tiere eben leben dürfen. Nicht am Ende dann eben sterben müssen, sondern dahin, wo sie leben dürfen. Vielleicht zu auch mit Hunden, Straßenhunden spazieren gehen, bringt auch schon so eine Verbindung. Ich glaube, wenn man solche Momente für die Kinder auch schafft oder auch für andere Menschen schafft in der Freizeit, das kann sehr, sehr viel Empathie da nochmal wecken und verstärken. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns alle da einfach diese Idee reinkommen lassen, was können wir tun, damit unsere Kinder oder damit unsere Freunde auch diese Empathie spüren zu den Tieren. Also solche Momente kann man auch schaffen. Und wir, wo wir ja schon vegan sind oder auf dem Weg oder uns interessieren für diese Themen, ich glaube, das ist ein bisschen unsere Aufgabe. Ich denke schon, dass wir da einfach versuchen, solche Momente zu schaffen, wo andere Menschen auch sehen, wow. Also dass man diese Empathie auch stärken kann oder einfach mal wieder richtig herholen kann. Ja, da können wir alle Beitrag leisten. Besonders wenn wir zusammenarbeiten und Menschen unterstützen, die eben Tiere schützen und da mal hingehen und sich das anschauen. Wie schön es diese Tiere haben und wie so schön dieses Zusammenleben auch dann sein kann. Ich glaube, dass das auch ganz viel machen kann. Gibt es noch Fragen? Eine können wir noch nehmen. Sie war leicht zuerst. Ja, vielen Dank vor allem auch für deine Leidenschaft. Jetzt ist aber der Durchschnittsmensch nicht so leidenschaftlich wie du. Und ich höre zum Beispiel ganz oft, ja, wie schön, du Weltverbessererin. Oder, was höre ich noch so alles? Auf jeden Fall höre ich sehr oft, ja, es gibt so viele Verbote. Der moderne Mensch hat so viele Verbote. Jetzt darf ich nicht fliegen, jetzt darf ich nicht essen, was ich will. Jetzt muss ich jeden Tag von dann bis dann arbeiten und auch von zu Hause aus. Also wie schaffst du die Verbindung, das positiv zu formulieren, aber auch so, dass ein moderner Mensch das auch im Alltag schaffen kann und nicht gleich alles hinschmeißt und das Gleiche macht wie du zum Beispiel? Also bei mir ist es so, ich versuche, das merke ich immer mehr. Also Verzicht ist was sehr, sehr Cooles. Ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren gelernt zu verzichten, weil ich habe als Umweltaktivistin nicht mehr Geld gehabt. Ich habe die letzten 7 Jahre einfach nicht für Geld gearbeitet. War wirklich nicht immer einfach. Also in den 2 Monaten, wo ich zu Hause war, habe ich Doppelschichten geschoben in der Gastro, damit ich mir das nächste Kampagne leisten kann. Habe aber kein Geld übrig gehabt und habe mir dadurch auch nicht mehr Klamotten gekauft, weil das Geld nicht mehr da war. Ich habe nicht mehr Sachen gekauft, die ich nicht brauche. Und ich habe umso mehr erlebt, wie cool das eigentlich ist, wenn man ja eigentlich nicht so viel braucht. Da habe ich viel weniger Last auf meiner Schulter. Und ich möchte das eben an die Leute weitergeben, zu zeigen, eigentlich ist es sehr, sehr cool und ein befreiendes Gefühl, wenn man mal wieder verzichtet. Und wenn man Verzicht wieder lernen darf, weil Verzicht was Cooles ist und nicht was Negatives. Es wird immer negativ assoziiert, aber ist es nicht. Wenn ich die Chance habe zu sagen, nein, das brauche ich nicht, das will ich nicht kaufen, das muss ich nicht haben, dann ist das ja sehr geil. Also das haben nicht alle Menschen diese Chance. Wir haben diese Chance. Die können wir gerne mal nutzen. Und ich versuche es auf diese Art und Weise auch reinzubringen, dass die Leute sehen, okay, eigentlich hat sie recht. Ich darf Nein sagen und ich darf mich selbst entscheiden, dass ich unfaire Produkte nicht unterstütze. Ich glaube, dass das auch ganz, ganz viel machen kann. Ja. Danke schön. Das ging jetzt schnell, deswegen doch noch eine allerletzte Frage. Ach so.
Ja, ich würde gerne noch wissen, ob du dich auch im Online-Aktivismus irgendwie einbringst. Also ich finde soziale Medien extrem anstrengend, wenn es ums Thema vegan geht. Also ich bin da auch, ich finde, es geht oft gar nicht anders, weil sich viele Gruppen eben über Facebook organisieren, Veranstaltungen geplant werden. Aber wenn es halt wieder irgendeine neue Meldung gibt oder teilweise auch auf den Seiten der Orgas, diskutierst du damit oder? Weil ich sitze dann oft davor und verzweifle und denke, es bringt irgendwie nichts, weil es ist keine richtige Diskussion eigentlich. Ja, ich finde das, also du hast wohl recht, ich war da auch drin in dieser Szene, wo ich versucht habe, immer da zu argumentieren und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es tut mir nichts Gutes. Also ich selber falle da immer wieder in ein Loch und es ist nochmal schwerer rauszukriegen, zu kommen. Deswegen mache ich das nicht mehr so stark, außer wenn ich wirklich irgendwo markiert werde und irgendwie fast schon fühle, dass ich muss jetzt irgendwas sagen dazu. Aber ich mache das nicht so sehr. Also ich versuche das wirklich auf die positive Schiene, auf diese Kommentare und auf die negativen Sachen lasse ich mich eigentlich im Moment gar nicht ein. Vielleicht auch ein bisschen mich selbst zu schützen, damit ich das alles machen kann, was ich da mache. Und nicht zu resignieren, also nicht einfach da zu verlieren, irgendwie mich zu verlieren. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da nicht zu viel reinsteigern, weil ich habe das gemacht und das war negativ und das war sehr schlecht für mich. Und jetzt mache ich das ganz anders und bringe es auf die positive Art. Ich erzähle, was ich gesehen habe, ich erzähle, was ich erlebt habe, weil man soll nicht wegschauen. Es hilft nichts, wenn wir uns das nicht anschauen, weil es ist zu schwer. Sondern schaut mal hin und dann habt ihr auch das Wissen darüber und dann könnt ihr auch eine bessere Entscheidung treffen, weil wenn man es nicht gesehen hat, dann kann man sich gar nicht entscheiden. Dann sind es immer die anderen, die für uns entscheiden. Aber wenn man es kennt und den Hintergrund weiß, dann habe ich die Chance in der Hand. Und dann ich hab dann die Möglichkeit, meine eigene Entscheidung zu treffen. Und ich versuche es auf diese Art, also immer das Positive. Das mache ich zum Beispiel auch auf sozialen Medien, also ich poste auch immer wieder so Sachen, aber eben immer mit der positiven Foundation, wie sagt man, mit dem positiven Hintergedanken, dass es wirklich auch so schön wie möglich auch ankommt. Ja. Begeisterung fürs Teilen, für das Schöne. Genau. Dankeschön. So. Das war jetzt nochmal spannend. Die Fragen gingen ja in ganz viele verschiedene Richtungen los und die Diskussion, das, genau.